Weil die Meisterschaft wird sicher schwerer wie letztes Jahr und da gibt es sicher Konsequenzen. Ein bisschen glücklich die Führung von Vorwärts Steyr gegen Mödling. 1:0 durch den Ägypter Asima aus einem präzisen Freistoß. Der erste gefährliche Schuss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es soll nicht sein für Mödling. Helm und Yamada treffen bei 0:0 die Latte und Gugi sieht in der zweiten Hälfte nach Foul an Krinner wegen angeblichen Torraubs rot. Und wir erleben einen weiteren angefressenen Trainer. Ich bin enttäuscht von dem Resultat, weil wenn eine Mannschaft wie wir heute beherrschen, 70 Minuten das Spielfeld und verliert 2:0 nach schweren Fehlern in unserer Abwehr, und dann muss jeder Trainer enttäuscht sein. Hier das angesprochene 2:0 durch Baraj nach Doppelfehler von Torhüter Schrammel und Heiling. So, das waren also die Spiele von gestern und bei mir ist jetzt wieder der Peter Stöger. Ich glaube, das scheint eine sehr spannende Meisterschaft zu werden. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, die Salzburger haben sich optimal verstärkt, würde ich meinen. Innsbrucker haben sowieso sehr viel gemacht. Aber auch die anderen Mannschaften, wie die Grazer, muss man sagen, ist eine kompakte Mannschaft geworden. Rapid sicher stärker als im Vorjahr und die Linzer Clubs sicher nicht zu unterschätzen.